Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Ortloffs frei nun vom 22. September 2023. Es ist der letzte Sommertag. So, und wir blicken zurück auf das vergangene Wochenende. Da fand ja die IMA in Göppingen statt und da habe ich einige kleine Filmchen drehen und online stellen können. Und hier noch einmal mein Lieblingsfilm über eine Schwebebahn in der Baugröße 2. Ja, wir sehen hier eine LGB-Anlage, also zumindest haben wir LGB-Gleise verwandt und bringen mit aus Wuppertal natürlich die Schwebebahn. Diese, das Rollmaterial bzw. die Schwebebahn, die wir hier im Hintergrund sehen, wurde von zwei älteren Herren in der Vergangenheit entwickelt und gebaut. Sie sind aus Sperrholz produziert und einer der Erbauer ist leider auch schon verstorben und der andere Erbauer, mittlerweile 84 Jahre alt, freut sich natürlich, dass seine erschaffene Anlage noch unter die Leute gebracht wird, vorgestellt wird und eben noch in Betrieb ist. Es gibt so viele wunderschöne Anlagen auf Ausstellungen, da kann man sich nicht satt sehen und man weiß gar nicht, was man auswählen soll. Ich habe noch eine Anlage in der Baugröße 1 von einem belgischen Modellbahnkünstler. Herzlich willkommen auf einer Spur 1 Anlage. Sie hat keinen Namen, aber ein Thema. Die Deutsche Bundesbahn vor etwa 50 Jahren. Mit meiner Kamera verfolge ich eine preußische P8, eine Baureihe 38 mit einem Eilzug bestehend aus drei Silberlingen. Diesen Schwenk habe ich Revoluz zuliebe gemacht, meinem Freund, der Enten liebt. Insgesamt habe ich 6 Beiträge auf der IMA gedreht. Sie stehen allesamt online. Schaut sie euch an. Ich glaube, es lohnt sich bei allen Beiträgen. Auf der Ausstellung habe ich natürlich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele Leute gesehen. Und ein Ereignis hat mich beinahe zu Tränen gerührt. Und zwar handelt das von einem kleinen Jungen aus New York. Und sein Papa hat mir 2 Videos überreicht. Das ist Alexander Bayer, der Sohn von Christian. Der kleine Junge hat Leukämie und wurde behandelt. Und sein liebstes Video war das von Eisenbahnromantik. Watching gut. Bis denn und tschüss. Und was hat ihn damals so begeistert? Dampfeisenbahn. Die Dampfeisenbahn. Unterdessen sind 8 Jahre vergangen und der kleine Junge ist wieder ganz gesund geworden. Hi Mr. von Ortloff, I'm a big fan of all your movies. Und tschüss. Das ging jetzt arg schnell, deswegen die Grüße noch ein zweites Mal. Hi Mr. von Ortloff, I'm a big fan of all your movies. Und tschüss. Solche Begegnungen gehen einfach ans Herz. Wunderbar, vielen Dank. Und jetzt geht es weiter, relativ aktuell, aber nicht unwichtig. Viele von euch kennen das legendäre Stuttgart-Modell in der Baugröße N von Wolfgang Frey. Es steht in Stuttgart gegenüber vom Hauptbahnhof und jetzt hat sich ein Förderverein gegründet. Meine Wenigkeit war auch bei den 11 Gründungsmitgliedern mit dabei. Wir wollen mithelfen, das Kunstwerk langfristig zu erhalten, es noch bekannter zu machen, finanziell zu unterstützen und neue Fördermitglieder zu werben. Alles Weitere über info@miniaturweltenstuttgart.de. Am Wochenende in einer Woche, da sind wir auf der Ausstellung Modell Hobby Spiel in Leipzig. Wir sind insgesamt 5 Leute
und wir zeigen die Spur S und ein paar Überraschungen. Das sind Schätze von Steffen Klaus, der eine riesige Sammlung von Spur S-Fahrzeugen sein eigen nennt. Diese werden auf der Messe in Leipzig dem staunenden Publikum präsentiert. Beispielsweise der Bora-Zug, der auf Lastradgleisen fährt. Wie schreibt Steffen, Bora zeigt sonst fast niemand, kennt auch kaum jemand. Wer zu uns an den Stand kommt, der lernt eine riesige Palette Spur S-Fahrzeuge kennen. Aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre, aus insgesamt mindestens 10 Ländern. Und so findet ihr uns Halle 3, Stand D21. Auf die Messe in Leipzig freue ich mich schon sehr. Es ist immer wieder schön, in mein Heimatland Sachsen zu kommen. So, und jetzt geht es weiter mit Filmen von euch. Von Michael Schlömer stammt dieses Video. Er schreibt: Lieber Hagen von Ortloff, hier eine Aufnahme eines ICE und eines Güterzuges in der Nähe von Würzburg vom Faltboot aus gesehen. Ja. Da kommen doch gleich wieder Urlaubsgefühle auf. Es sieht aus, als würde der Güterzug den ICE Huckepack nehmen. Eine richtig schöne Momentaufnahme. Sehr geehrter Herr von Ortloff, schreibt mir Gerhard Schäuble aus Offenburg. Hier das von mir im Urlaub am 7.9.23 aufgenommene Video anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Pinzgauer Lokalbahn. Moritz Möhler hat mir ein Video mit Pfiff geschickt. Hagen, schreibt Moritz Möhler, Ausfahrt des Überführungszuges aus Göppingen nach Nördlingen, angeführt von 151-0015. Es folgen lautstark 01066, die S36 und 38-31-99. Am Ende des Zuges noch zwei E-Loks, eine Diesel V100, eine Donnerbüchse sowie ein Schienenbusgespann. Mal was Neues, schreibt Michael Mayer, obwohl das Neue im Prinzip schon uralt ist. Das Ilesco-Lokomobil Showmans Engine D409 treibt mit seiner Dampfmaschine einen Gleichstromgenerator an, welcher wiederum die Busch Feldbahn mit 3 Volt Spannung versorgt. Das Lokomobil basiert auf der seit 1966 produzierten Dampfwalze Old Smoky und ist bei Vilesco auch heute noch in der Produktion. Es besitzt einen 3 Volt Generator, den Dynamo M66. Dieser dient eigentlich zur Erzeugung von Spannung für den Betrieb einer LED-Beleuchtung am Dach des Lokomobils. Das Dach habe ich entfernt, da die Beleuchtung defekt war. Die Feldbahn fährt auf 6,5 mm breiten Gleisen. Es handelt sich also um H0F. Sie läuft mit 3 Volt und normalerweise mit einer Batteriebox. Nun habe ich die beiden miteinander verbunden. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es auch tatsächlich funktioniert, schreibt Michael Mayer. Aber wie man sieht, es funktioniert tatsächlich. Richtig viel Betrieb im staatlichen Eisenbahnmuseum von Frankreich in Mühlhausen. Heute am Tag der französischen Modelleisenbahn mit Riesenausstellung. Die Schatzkammer der SNCF, die CC 7100,
die Weltrekordlok von 1955 sowie, ich sage immer, die französische V200. Die erste Halle im SNCF-Museum beeindruckt durch die Darstellung der Fahrzeuge bei Nacht. Das Hallendach ist in Schwarz gehalten, sämtliche Fahrzeuge sind beleuchtet und mit Sound- und Lichteffekten versehen. Man wird nahezu erschlagen von der Schönheit und dem super gepflegten Zustand der Fahrzeuge. Und hier der Waggon aus dem Film Agatha Christie, Mord im Orient Express. Der Film wurde an diesem Standort gedreht, vor der Eröffnung des Museums. So sind wir hier am Ort des Geschehens. Hier steht Hercule Poirot. Elle reconnaît comme le vôtre le mouchoir que je présente, mais s'efforce de détourner les soupçons de votre personne. Spielt, elle vous cherche un alibi. Im Orient Express vous oder Civil Speisewagen. Je vous admire. Alles non, sehr liebevoll. Non, vos explications ne me satisfont nullement. Schauanlagen und Flohmarktstände in Europas größter Eisenbahnsammlung in Mühlhus im Elsass. Ihr Lieben, wir sind schon wieder fast am Ende. Das war Ortlaufsfrei nun vom letzten Sommertag, dem 22. September 2023. Und jetzt gleich kommt noch etwas zum Zählen. Das war's von dieser Stelle aus. Macht's gut, bis denn und tschüss. Unser Zählfilmchen stammt von Selina Tischendorf von den LGB-Freunden Niederrhein und er zeigt eine seinerzeit hochmoderne E-Lok, die GG1 der Pennsylvania Railroad, am Haken jede Menge Kohlewagen.